So, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit der Aufgabe von Professor Weasley. So, wir machen weiter. Oh, warte mal, da war was. Was soll ich jetzt hier versuchen? Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger, wenn du dabei bist. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir die Menschen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist das vielleicht endlich sicher. Danke. So. Gut, das war jetzt der Gedanke dahinter. Aber ich will jetzt mal. Ihr habt jetzt mich gerade so mit Quest, neuen Quest zugespammt. Das möchte ich jetzt erstmal gerade angehen. Karte von. Der Gott, Karte von Hogwarts, war das jetzt eigentlich der Plan an der Sache? Nein, Quatsch, halt! Ah, Aufgabe. So, also. Sammelt die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen und findet die Handbuchseite im Buch Verwandlung, die Zwischenstufen. Gut, ich zeige euch, wo ihr die findet. Wir müssen nach, für die erste zumindest, nach Hogwarts. Ich hoffe, ich finde die auf R-Anhieb. Wir müssen, große Halle, ne? So, irgendwo müssen wir... Ach, der hat uns jetzt schon die Aufgabe. Ach, der hat uns direkt den Punkt gegeben. Okay. Macht natürlich Sinn. Ist schon mal gut. Weil er uns die Punkte fix gegeben hat. Das ist immer sehr, sehr gut. So, wir müssen... Irgendwo hier hin. Warte mal. Jetzt fällt auf, ich den Punkt jetzt finde, war nie. Ja, das hatte ich jetzt total toll, ich sehe mich nicht. So, über Nacht oder so am Tag? Warte mal. Irgendwo muss hier nämlich die Höhle sein. Laut dem, was er gerade uns gesagt hat, kann ich hier nicht irgendwie rausnehmen, ne? Warte mal. Muss ich mir das mal richtig angucken. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich daran muss. So, also wir fliegen mal wieder da hoch. Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir genau sind. Doch, schon richtig so. So jetzt kurz wieder eben, ne? Hier oder? Okay. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier runter irgendwo. Oder? Ich muss mal kurz gucken, wo ich die Holzzelle Markierung hin muss. Ja, der Punkt ist markiert, aber trotzdem. Runden rein? Okay. Na gut, doch, war schon richtig so. Okay. Die Höhle habe ich gesucht.
Das ist also der unterirdische Hafen. Gut, den brauchen wir nicht betreten, laut dem... Rebellion. Laut dem Guide. Ah, jetzt bist du irgendwie hoch, oder was? Wo sind die? Da wäre die, glaube ich, oder? Das ist die erste, der unterirdische Hafen, das, was wir hier gerade... Hochlandschal. Ihr könnt übrigens auch mehrere Truhen nehmen. Oder... Also wie gesagt, den Viadukthof braucht ihr nicht unbedingt betreten. Achso, das ist nur ein bisschen. Bisschen Spielkram, okay. Die Truhe vielleicht noch öffnen hier, wenn es möglich ist. Und dann nehmen wir uns mal kurz die... Und dann nehmen wir uns mal die 500... Goldmünzen mit. So, das war die erste. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo die Bibliothek ist. Jetzt richtig Bibliotheksanbau. Nee, Gewächshäuser war es nicht. Haupthalle. Unterrichtsraum, Wahrsagen, Haupthalle, Unterrichtsraum, Zaubertränke. Es sind noch mehrere Nebenquests. Und die einzige auf, und die das, das ist okay. Das einzige Ding, das ich jetzt nicht offen habe, war die Bibliothek, die wir nämlich jetzt brauchen. Na super. So, dann machen wir mal kurz ein Ziel. Das ist irgendwo der. Hier ist die Seite. Gregor der Kriecher. Und wir reichen Level 23. Die haben wir schon geöffnet. Genauso wie die Dings. Okay. Müssen wir hier hoch, ne? So, da haben wir die Bibliothek bereit. So, irgendwo muss jetzt auch eine Seite offen sein, weil es hier klar geklingelt. Ich höre sie doch. Hast du sie betreten jetzt, oder? Das ist das Buch, das ich für Professor Weasley holen soll, oben. Okay, jetzt mal gucken, dass wir eine Treppe finden. Warte nebenbei. Rebellion. Hier, nehmen wir die mal mit, ne? Da ist sie. So, ist das die? Nee. Wir brauchen die Verwandlung Zwischenstufen. Das könnte aber diese sein. Warte mal kurz. Komm mal her, hier. Ich habe auch nicht. Aber wir haben ja noch mal Möglichkeiten. Warte mal, hier sagt er das. Um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein.
Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ja. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. So. Könnte lustig werden. Das klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Ja, das klingt bestimmt nach dem goldenen Schnatzer. Der goldene Schnatzer. Richtig. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarous Brecken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Oh, ich weiß es. Felix Felicis. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Natürlich, klar. Welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Beetle the... Ach, Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Baden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Nur mal so eine Frage davor. Ich habe tatsächlich eine Nachbildung vom Elderstab bei mir im Gästezimmer liegen, also beziehungsweise in meinem Zockerzimmer. Ne? Nur gerade nebenbei. Den habe ich damals in Berlin. Da gibt es einen kleinen lustigen Laden, der ist 7 Königslinde. Ihr müsst da mal suchen. Wer aus der Gegend kommt, geht mal dorthin. Das ist ein kleiner, feiner Laden und der hat sehr, sehr viel Hogwarts-Artefakte. Und da habe ich tatsächlich auch diesen Elderstab her. So, okay. Der Stolz ist ja gleich. Kleine Klatscher oder Quaffel? Quaffel? Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Die Spezies wechseln. Wahr? Wahr. Tatsächlich lautet die Antwort falsch. Was? Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So. Ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Ich hätte mehr Fragen. Ich möchte mehr Fragen beantworten. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Also ich mach's jetzt mit der Lösung. Der Rat der Zauberer. Das ist richtig. Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Welche Drachenart ist die kleinste? Der peruanische Viperzahn. Großartig. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Wer hat das Dorf Hogsmeade gegründet? Bestimmt irgendwer, der Hogsmeade hieß mit Nachnamen. Quincy Hogg bestimmt. wäre falsch gewesen, ja. Der war mal Angus von Woodcroft, das ist nämlich die richtige Antwort. Angus von Woodcroft. Das stimmt. Es wird angenommen, dass Angus das Wirtshaus Drei Besen als Wohnsitz nutzte. Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Ein Demigeist? Ein Demigeist. Ja, der Hintertück kann sich unsichtbar machen. Aber die, die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das ist.
Der Patronus-Zauber. Gut gemacht. Der einzige bekannte Überlebende eines Letifold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua-Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Keine Ahnung. Ja. Genau. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Wie lautet die Übersetzung des Mottos von Hogwarts? Ich schlimm auch, wie gesagt, ich weiß gerade mein Lösungsbuch zusammen, deswegen sind die Antworten korrekt. Ich habe sonst keine Ahnung gehabt. Hogwarts-Motto, Draco dormiens numquam titillandus. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Die Runespore. Das stimmt. Parselmündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespore eine andere Funktion. Der linke Kopf ist der Planer, der mittlere ist der Träumer und der rechte ist der Kritiker. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei? Keine Ahnung. Mount Greylock. Mount Greylock. Gut gemacht. Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Isolde Sayre und James Stewart gegründet. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Amortentia? Amortentia. Das ist die Antwort. Amortentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. Zum Beispiel staubige Bucheinbände oder... Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine schwierigsten Fragen. Nein. Ich habe jetzt keine Zeit für noch ein Quiz. Gut, komm zu mir, wenn du es später versuchen möchtest. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Ach so, ich hab so. Das haben wir. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. So. Gut. Dann gehen wir mal zum Verwandlungsunterricht. Nee? So, habe ich irgendwo eine Möglichkeit jetzt die Rasen die Flugstunden? So, gut, dann gehen wir mal rüber. Ein falscher Schritt und naja, so ist das. Ich will eigentlich da jetzt nicht mit dir. Hallo? Ach, hier, das war hier die... Oh, ich Katze. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht kraulen. So. Dann machen wir das mal. So, müssen wir jetzt Verwandlungszauber. Eine Eule. Ruhe bitte, Ruhe bitte. Verwandlung? Das können Sie sicher nicht mehr hören.
ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. So. Na dann. Die Transformation lernen. Cool. Wundervoll gemacht. Der Unterricht ist vorbei. Und denken Sie daran, jetzt bloß nicht mit dem Lernen nachzulassen. Bevor Sie sich's versehen, sind die ZAGs da. So. Da war irgendwas ist da noch. Warte mal. Da ist es. Teilweise Verwendung. Okay, 17 von 25. Ich glaube, dann haben wir fast die Seiten. Sie wollten den Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Ja. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe, wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie einen beeindruckenden Idurus-Trank brauen. Naja. Hoffentlich werden Sie ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatten Ihre Treffen mit dem Hauselfen von Professor Black und die Erkundung der zahlreichen Höhlen unten am See irgendwie mit Professor Fig zu tun? Nein. Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Wie das Jahr ist bald zu Ende. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Wenn Sie den neuen Spruch üben möchten, können Sie gern die Übungspuppe nutzen. So, aber... können wir die noch mal... Wir üben noch mal. Komm, wir üben das neue Ding. Was haben wir denn hier noch? Wo haben wir den denn? So, da. Wo ist denn die Puppe? Sie ist gerade nicht da. Ins Zentrum. Aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen, in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Alles klar. Wenn ich mich richtig erinnere, erwähnte Amit etwas von Koboldogak. Aber nicht jetzt. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play Hogwarts Legacy. Das hoffentlich bald.